Ja, Leute, willkommen retour zum nächsten Part mit Sigmar Olmütz, nicht mit Klusch. Am Ende des letzten Parts haben wir ja das Jobangebot, das unterschriftsreif bekommen und ich habe mir gedacht, ich werde dieses Angebot um eine Woche verschieben. Aus dem Grund, weil ich dann so gut eure Kommentare noch abwarten kann, was Klusch angeht. Und zum anderen, um auch noch zu schauen, ob nicht vielleicht das ein oder andere Angebot noch reinkommt. Momentan ist es so, dass ich mich noch beworben habe bei Mechelen in Belgien beim WAC und ich habe gerade die Vorstellungsgespräche bei oder das Vorstellungsgespräch bei Herakles Almelo gehabt. Bei Odense wollte ich mich eigentlich auch noch bewerben. Bin zwar gerade Abstiegskandidat, aber werde ich auch noch machen. Und ja, wie gesagt, also Cluj habe ich jetzt mal verschoben. Es ist halt tatsächlich so und das ist nicht uncool. Wir hätten theoretisch wirklich die Chance, in Rumänien Meister zu werden. Deswegen, habe ich mir schon gedacht, so 1,5 Jahre in Rumänien wären dann, also bis Ende 25 wären vielleicht schon ganz cool. Aber wie gesagt, Alter, jetzt ist Pokorny verletzt, davor noch Juracek. Ich habe noch nie so eine Verletztenliste erlebt, wie sie momentan ist bei uns. Es ist unfassbar. Trotzdem läuft es natürlich super, zum Glück. Und da müssen wir eh froh sein, aber ich hoffe, es bleibt so. Gerade aufgrund dieser ganzen Verletzungen jetzt. Erwartungen gegen Viktoria Pilsen nämlich ausgerechnet. Und Votanell steigt wieder ins Training ein. Wir haben danach Länderspielpause, so wie es aussieht. Da werden wir mal ein Spiel für die zweite Mannschaft ausmachen. Oder wir haben sogar 2 Wochen Pause. Okay. Ja, dann würde ich sagen, dass wir uns in diesen 2 Wochen dann entscheiden werden, wo wir hinwechseln. Klingt vernünftig, oder? Jetzt spielen wir gegen Sparta Prag B und gegen die Bohemians Prag B. So. Dann machen wir mit Viktoria Pilsen eventuell schon unser Abschiedsspiel heute. Saiti hätte ja eine Berufung fürs Nationalteam verdient. Wenn es einer verdient hätte, dann auf jeden Fall er. Und dann machen wir jetzt mal die Aufstellung. So, die beiden fallen also auch raus. Das heißt, ich bringe den Jan Sterber und links hinten den Jerzy Slama. Dann nehmen wir mit den. Schwarzhall kann wieder spielen, das ist gut. Und innenverteidigungsmäßig. Ja, Keita und Pokorny fallen aus. Das heißt, wir haben eigentlich keinen Innenverteidiger mehr dabei. Ich kann den Jebal theoretisch Innenverteidiger spielen lassen. Sedlak, Blecher, Duris, Saiti, Borini, Živčak. Klingt ja eigentlich nicht so verkehrt. Ich streiche das jetzt mal alles da kurz runter. Und dann werde ich heute statt dem Borini mal den Cutlets spielen lassen, weil er schon länger nicht gespielt hat. Und dann geht's jetzt los gegen Viktoria Pilsen, die uns nicht wollten. Jetzt können wir uns natürlich rächen. Aber man sieht, es läuft schon ein bisschen besser bei ihnen. Also es waren jetzt zumindest 3 Siege dabei in den letzten 5 Spielen. Tabellenmäßig sind sie natürlich noch nach wie vor weit hinter uns. Aber ich finde es schön, dass wir mit dem 4-4-2 mit, wollte gerade sagen, mit Raute, mit 2 Flügelspielern, dieses Jahr jetzt wieder ein anderes System gefunden haben. Letztes Jahr haben wir ja doch Fünferkette gespielt und 4-2-3-1. Im anderen Safe haben wir 4-3-3 und 4-4-2 ist immer auch immer schöne traditionelle Formation, die ich eigentlich immer gern hatte. Weil sie so schön vielseitig ist. Mit der kannst du defensiv mauern, mit der kannst du. Offensives Pressing spielen. Stanek mit der guten Parade, da war die Innenverteidigung schon mal nicht sonderlich sattelfest. Jan Sterber ja jetzt nach langer Zeit heute mal wieder in der Innenverteidigung. Eigentlich eher ein ganz guter. Saiti, ich bin gespannt, ob der seine Form halten kann. Der hat jetzt in jedem Spiel, glaube ich, entweder einen Doppelpack erzielt oder 2 Tore vorgelegt, ja. Bis auf beim Spiel gegen Sparta Prag. Aber Viktoria Pilsen natürlich stärker als das, was uns so die letzten Spiele über erwartet hat. Ah, Sedlak gibt Vorteil.
Shift-Chuck links außen. In der Mitte leider jetzt niemand Großes, aber da ist Sedlak im Rückraum. Gefährliche Chance. Cluj ist übrigens ein richtig schöner Traditionsclub in Rumänien, 1907 gegründet. Finde ich auch ganz sympathisch. Und ich glaube, in die letzten 4 Jahre in echt Meister geworden. So, Chiefchak. Und der ist drin, aber sowas von. 11. Minute das 1-0. Sehr schön. Da die Balleroberung, Sedlak und Blecher gemeinsam und dann Cutlets. Mit dem Superpass in die Tiefe, den hat er richtig stark gespielt. Sehr gut. Oh, sorry. Bin allergisch gegen schöne Tore. Der ist eigentlich auch echt nicht schlecht für einen 19-Jährigen. Den packen wir mal auf die Auswahlliste. Vielleicht kann man den in Zukunft mal brauchen. 1,62 groß. Da hilft ihm die beste Kopfballtechnik nichts. Aber ganz talentierter Junge. Der Duris mit dem guten und wichtigen Ballgewinn. Aber leider wird nichts draus. So, Cutlets, Schwarzhall. Cutlets mit dem starken Pass, da ist Chiefchak. Und, oh, Jedlička mit dem großen Fehler. Beinahe hätte es da wieder geklingelt. Es ist ganz spannend, normalerweise haben wir doch auch immer wieder mehr Ballbesitz. Heute haben wir nur 39%. Kein Problem für Stanek, dankbarer Ball. Und damit gehen wir mit einer Führung auswärts in Pilsen in die Halbzeit. Wir können zufrieden sein, wir machen genauso weiter im Idealfall. So. Chiefchak hat ihn. Uiuiui, Miyoshi ist durch. Was für ein Reflex von Stanek, ist ja unglaublich. Wie der da hier irgendwie noch die Arme rüberreißt. Und auch hier wieder ganz sicher, der macht ein richtig gutes Spiel heute. Unser Jindrich Stanek. Bin ich schon ganz zufrieden mit ihm. Aber es ist nach wie vor eine schwierige Partie. Also es gelingt uns jetzt nicht so wirklich komplett die Kontrolle zu übernehmen. Beide Mannschaften sind nicht so wirklich in der Lage, hier gefährliche Chancen rauszuspielen. Was für ein Abschlag von Stanek. Chiefchak. Da ist Cutlets, der ablegt und Blecher, der ihn drüber schießt. Aber kein schlechter Versuch. Saiti heute nur mit einer 6,5. Auch ungewohnt. Normalerweise natürlich ist der Junge stärker. So, Slama. Der war nicht ungefährlich. Dann aber komplette Panik. Also ich mache mir schon ein bisschen Sorgen mit der Innenverteidigung heute, auch 6,4 Sterber, Peric 6,5. Mit Sterber haben wir sowieso den drinnen, der nur Verteidiger Nummer 4 ist. Und das, okay, ich dachte mir gerade, dass das ein Foul eigentlich ist.
Okay, ich könnte theoretisch den Burini statt Saidi bringen, weil der natürlich auch schön nach innen ziehen kann. Und dann bringen wir im zentralen Mittelfeld noch den Tendeng für den Blecher. 70. Minute bereits. Und jetzt hat Duris was abgekriegt. So, da haben wir Borini. Ja, sie attackieren schon früh. Borini hat ihn. Der Seitenwechsel auf Duris ist gut. Duris legt ab und heißt wieder mal Sedlak aus der Distanz. Wir erinnern uns, das kann er. Andruzzos wird empfohlen für Duris rechts außen. Das ist ja vielleicht gar nicht so blöd, weil Andruzzos hat sowieso die Stärken in der Offensive und könnte zugleich irgendwie die Defensive ein bisschen festigen oder stärken für die Schlussphase. Das machen wir. Sedlak ist auch schon richtig müde, aber den Kapitän, den brauchen wir halt noch. So, und dann beginnen wir mit dem Zeitspiel. Jan Sterber, Freistoßschütze, auch spannend. Freistöße 13, tatsächlich. Cool. Der hat auch einen 10er Abschluss. Im Innenverteidiger schon nicht so schlecht. Da wäre jetzt das taktische Foul angebracht gewesen. Kommt Borini noch rechtzeitig? Ja, er kann zumindest. Boah, das war. Das war beinahe der Ausgleich. Der ging noch irgendwie an die Latte. Und das war's gleich. Yes, so ist es. Wir gewinnen gegen Viktoria Pilsen und das ist vielleicht sogar echt schon das letzte Spiel als Sigmar Olmütz Trainer. Heftig. Sehr, sehr schön. Tolle Geschichte. Und damit können wir auf jeden Fall zufrieden sein. Jetzt haben wir 20 Tage bis zum Spiel gegen Trinity Slin. Und ja, tatsächlich. Möglicherweise die letzte Partie. Ich habe jetzt gerade echt irgendwie eher so die Stimmung, dass ich sage, ich bin pro Cluj und dass ich wirklich eher dort unterschreibe, weil halt einfach die Chance einer Meisterschaft und einer internationalen Gruppenphase nächstes Jahr recht groß ist. Und schauen wir mal, wenn sich bis dahin noch was tut, die melden sich dann ums Wochenende herum, glaube ich. Dann werden wir vielleicht noch mit anderen Vereinen reden. Aber sonst wäre Cluj natürlich eine Riesenchance, um hier gleich mal einen Titel zu holen in dem Safe. Jetzt in der Länderspielpause wäre sie perfekt. Also ich hoffe natürlich, oder ich gehe davon aus, dass sie in Rumänien auch eine haben. Bei Mechelen, die haben Domenico Tedesco eingestellt. Und jetzt, ja, haben wir tatsächlich hier die Verhandlungen mit Cluj bis 2026, ich sage bis 2025 maximal, das wäre genau Ende nächsten Jahres. 66.000 Gehalt, das ist okay, aber damit würden wir genau eben bis Ende nächsten Jahres Cluj übernehmen und da sind wir. Tatsächlich. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Also wir werden uns den Verein jetzt mal so ein bisschen ansehen. Wir sehen hier, dass wir Medientipp Platz 1 sind. Das ist schon mal gut. Erzrivale ist auch ein Club aus Cluj. 23.000er Stadion 1973 geboren. 1,7 Millionen Transferbudget. Also sie spielen mit einem 4-3-3 hauptsächlich. Da müssen wir dann natürlich schauen, was da ja, was da wirklich die beste Variante ist. Ein bisschen Zeit hat man jetzt natürlich in der Länderspielpause. Und dann müssen wir schauen, hier gehen, sind auch einige Transfers, die feststehen. Diese Saison soll man um den Titel mitspielen. Das sollte jetzt ja grundsätzlich kein Thema sein. Okay, das sind die Erwartungen der Fans. Gut, Pressekonferenz ansetzen, ja. Mitarbeitertreffen keines. Und damit haben wir jetzt 16 Tage Zeit, um uns auf Cluj vorzubereiten. Bericht über laufende Verhandlungen. Ah, okay.
Da ist jemand dran, den braucht man nicht unbedingt. Erwartete Einsatzzeiten, das ist jetzt auch mal im Moment noch nicht so das Problem. Fantyp. Okay. 3000 Dauerkartenbesitzer, taktische Ausrichtung. Ja, das müssen wir uns dann noch anschauen in Ruhe. Schauen wir nochmal selbst kurz auf den Verein. Also, wir sind aktuell Dritter im Playoff. Wir sind nur 4 Punkte hinter dem Tabellenführer aus Bukarest. Müssten die normalerweise sein. Und ja, jetzt schauen wir mal kurz, wie es aussieht mit dem Ligasystem. Das Meister-Playoff. Und dann gibt es zusätzlich noch. Moment mal. Startet um 19.05. Da gibt es zusätzlich dann noch Halbfinale und Finale. Okay, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Schauen wir mal kurz. Also. Wir sehen hier auf jeden Fall, dass der Erste die erste Qualifikationsrunde des Champions Weeks der Champions League macht. Der Zweite ist in der Euroleague. Der Dritte in der Conference League und der Vierte eventuell auch noch. Das ist dann halt die Frage. Ah ja, und der zieht ein ins Finale vom Europacup Playoff. Das ist eben das. Okay. Damit es hier unten nämlich auch noch um was geht. Darum geht es also. Okay. Das heißt, im Halbfinale und Finale. Ich würde sagen, wir lassen das einfach mal auf uns zukommen mit den Playoffs und so weiter. Aber ja, das heißt natürlich wäre theoretisch ein Platz in der Champions League Quali für uns drin. Wie schaut es mit den Mitarbeitern aus? Also da sehe ich schon mal massiv Bedarf. Budget ist super. Aber da werden wir jetzt auf jeden Fall gleich mal Mitarbeiter suchen, bevor wir uns hier irgendwie groß um Spieler und so weiter kümmern, brauchen wir dringend Assistenztrainer. Also, ich würde sagen, in allen Bereichen. Nicht angestellt wäre wichtig. Dann gehen wir hier mal auf die Coaching-Attribute. Gehen auf die Offensive. Heimo Pfeifenberger, der Österreicher, ist da eingestellt, dass die auch Interesse haben. Ja, okay. Also den hätten wir theoretisch, aber der kann halt nichts anderes. Während er zum Beispiel Savo Milošević etwas ausgeglichener wäre. Der ist aktuell, der war Trainer bei Olimpija Ljubljana. Gut, das geht sich vom Budget her nie und nimmer aus. Ich würde sagen, wir geben es uns einfach eine Anzeige ab, weil wir haben jetzt eh Zeit. So, dann werden wir noch schauen, dass wir einen Scout holen. Dann haben wir 4 Physiotherapeuten. Obwohl nur 2 erlaubt sind und dafür keinen Sportwissenschaftler. So, wie schaut es aus mit irgendwelchen Transfers? Der wechselt am 1.7. Also der verlässt uns. Der verlässt uns. Der kommt. Ah ne, der ist in der zweiten Mannschaft. Wird uns auch verlassen. Die gehen also quasi alle. Der wechselt zum FC Andorra, auch ziemlich cool. Wie schaut es mit Leihspielern aus? Wer ist verliehen aktuell? Christopher Braun. Der wechselt dann auch fix. Dann haben wir Stefan Popov. Nicht wirklich interessant. Katalin Itu. Der ist eigentlich ganz gut, wechselt aber auch leider. Und Roger. Das ist der, den wir gescoutet haben. Jetzt fällt es mir erst auf. Den wollte ich ja eventuell noch holen. Sehr, sehr spannend. Gut, dann schauen wir uns jetzt einfach mal den Kader an, würde ich sagen. Also was man sieht, ist, dass das eine sehr erfahrene Mannschaft sein dürfte. Also hier um alle über 30. Wie schaut es mit der Registrierung aus? Also maximal 25 Spieler, das heißt der Kader ist wieder relativ klein, maximal 4 Nicht-EU-Spieler. Da sehen wir, dass da ein paar sogar nicht registriert sind. Warum auch immer. Sehr spannend, das müssen wir uns auch noch anschauen. Und was sehen wir sonst noch so? Nichts Aufregendes, der Rest ist jetzt nicht so dramatisch. Das heißt, wir haben jetzt keine großartigen Registrierungsregeln. Schauen wir mal auf die Mannschaft. Wer sind denn so unsere stärksten Spieler? Also unser Torhüter, das ist schon mal cool. Ich mag es, wenn du einen starken Torhüter hast. Simone Scufet, den ich noch sehr aus seiner Zeit von Udinese schätze. Wo es dann leider eben, der war glaube ich ein Jahr Stammkeeper und ist dann gewechselt oder so irgendwas. Ich weiß nicht genau. Aber ich habe es ein bisschen schade gefunden, dass der gegangen ist.
Ganz guter italienischer Keeper. Dann haben wir den hier, Claudio Petrilla. Und da sehen wir schon so vom Niveau her, also Marktwert ist mal super, der ist um einiges höher als in Tschechien. Aber vom Niveau her sind wir vielleicht ein bisschen drüber von den Spielern her. Was fällt denn uns auf? Also wir haben hier einen starken nach innen ziehenden Spieler. Wir haben hier einen offensiven Rechtsverteidiger. Wir haben hier Adrian Paun. Spielmacher im zentralen Mittelfeld, könnte aber auch Box-to-Box spielen. Würde mir auch ganz gut gefallen. Was ist noch auffällig? Innenverteidiger ist ganz gut. Dann haben wir zwei Verletzte. Bis zu 3 Monate und bis zu 2 Monate. Das heißt, mit den beiden können wir nicht planen. Da haben wir einen kroatischen Stürmer, der sehr gut ist. Da sieht man auch, dass der eigentlich vom Gehalt her oder von den Gehaltsstrukturen her sind wir so ziemlich wie beim alten Club. Kalo Muha, eher defensiv stark, auch ganz gut im zentralen Mittelfeld. Nana Boateng, der gefällt mir richtig gut. Die zweifeln alle und finden, dass in der Innenverteidigung an der Breite fehlt, ja. Tatsächlich haben wir wirklich nicht viele Innenverteidiger. Den Juri, da gibt es noch. Dann haben wir hier einen Linksverteidiger, auch relativ offensiv stark. Also es würde sich hier wirklich ein 4-3-3 anbieten. Und wenn die das bisher gespielt haben, sage ich ganz ehrlich, werde ich da jetzt auch nicht viel umändern. Ihn könnte man auch in der Innenverteidigung spielen lassen. Ist 1,88 groß. Das Problem ist, dass der nicht wirklich Sprunghöhe hat. Emmanuel Yeboah, ganz spannender Ghanaer. Super Sprunghöhe. Wäre für mich so ein richtiger Sturmtank in der Mitte. Ja, das schreit wirklich alles nach einem 4-3-3. Aber ich würde sagen, bevor wir das machen, wir gehen das im nächsten Part vielleicht durch, weil ich möchte jetzt vorher noch wirklich gut unser letztes Projekt abschließen oder unseren letzten Verein abschließen. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal kurz zurück und werden hier jetzt nochmal die Spieler durchschauen, um zu überlegen, wer ist denn wirklich interessant, um ihn eventuell für den Verein hier dann mitzunehmen. Das sieht man von den Marktwerten her. Mittlerweile haben wir da auch ganz gute Marktwerte zusammenbekommen. Ich persönlich würde auf jeden Fall mal den Stanek auf die Auswahlliste setzen. Ich war auch Schwatal-Fan. Innenverteidigung sage ich ganz ehrlich niemanden. Zettler ist schon 29. Blecher ist relativ alt. Aber relativ teuer. Packe ich aber auch auf die Auswahlliste. Duris weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir können auf jeden Fall mal Duris auf die Auswahlliste setzen. Sahiti hat mir gut gefallen. Schiffschak. Tendeng war eigentlich auch ziemlich cool. Mokrowitz unbedingt. Kubala, Rusek mag ich eigentlich ganz gern. Matuschek war stark. Juraschek war stark. Ja, ich glaube, das ist es so ziemlich in der B11. Aremu wäre natürlich ein ganz gutes Talent. Der Rogerio ist auch sehr stark gewesen, aber eigentlich kann man sich den, glaube ich, auch schenken. Schwierig. Also ich persönlich würde sogar sagen, wir werden genauso wie es ist eigentlich jetzt dabei bleiben. Die habe ich jetzt mal auf der Auswahlliste, damit wir in Zukunft, wenn wir jetzt irgendwo sind, vielleicht an unsere Spieler denken, beziehungsweise dass wir es eventuell auch so machen, dass wir vielleicht mitbekommen, was denn bei denen so abgeht und was sich so tut, weil das auch immer ganz schöne Geschichte ist. Jetzt sagen wir, schauen jetzt mal kurz auf den Terminplan. Wir haben das erste Spiel nur 0-0 gespielt. Die Meister Playoff haben jetzt gleich das Top-Duell in Bukarest am 6.4. Das heißt, ich würde sagen, wir haben heute. Ja, wir werden zwei Testspiele machen, damit wir den Verein einfach gewohnt werden. Wir werden heute spielen oder am 23. spielen. Ich schaue gerade, ob es da irgendwie Sigma Olmütz gibt. Das wäre nämlich ziemlich lustig. Von der Reputation her müsste es eigentlich das Gleiche sein. Scheint nicht so. Dann nehmen wir vielleicht Ludogorets Razgrad. Und dann nehmen wir noch Sturm Graz. Da zahlen wir bei beidem eigentlich drauf.
Juventus Turin, U23. Ja, hilft nichts. Dann zahlen wir, oder wir nehmen Dnipro. Das passt jetzt auch nicht so schlecht, glaube ich. Damit wir da einfach hier zwei Testspiele haben, um dann einfach irgendwie die Mannschaft kennenzulernen. Wir schauen mal kurz auf das Mannschaftsgefüge. Da sehen wir den Deac. Das ist ein sehr, sehr erfahrener Rumäne. Kommt ursprünglich nicht aus unserer Jugend, war aber in der Vergangenheit schon da. Bei Schalke auch, stimmt. Aber auch nicht lange. 2 Jahre sogar. Okay. Körperlich natürlich nicht mehr der Stärkste, aber wenn wir jetzt einen 4-3-3 machen, könntest du den halt super ins Zentrum packen, damit er einfach die Bälle verteilt. Dann nochmal Camora. Boah, der ist halt auch schon sowas von überm Zenit, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Stammspieler. Und hier haben wir einen 32-jährigen Rumänen, das heißt, die Mannschaft musst du auf jeden Fall dann irgendwie auch verjüngen. Dann haben wir den Innenverteidiger hier noch. Aber so allgemein sieht es, glaube ich, nicht so schlecht aus. Unterstützung für den Trainer ist schlecht. Ja, ich glaube, das liegt einfach an unserem Ansehen aktuell. Also da müssen wir einfach gute Ergebnisse liefern und dann können wir weiterschauen. Zufriedenheit, wie schaut es da aus? Bei den Einsatzzeiten Nana Boateng besorgt. Beim Rest geht es eigentlich. So, jetzt ist die Frage, sollen wir noch versuchen, irgendwen zu bekommen? Im Endeffekt wäre es, glaube ich, zu früh. Ich würde sagen, wir werden jetzt mal eine ungefähre Taktik machen. Wir werden auf Flügelspiel setzen. Wir werden auf ein 4-3-3 setzen mit einem DM und drei zentralen Mittelfeldspielern. Ich werde jetzt kurz mal hier dann einfach eine schnelle Aufstellung mal so nach Gefühl machen und genauer werden wir sie uns dann im nächsten Part noch anschauen. Also Ersatzgeber, ein 36-jähriger Rumäne, verdient richtig viel Geld, 270.000. Da fällt mir gerade auf, wir können mal die Gehaltsstrukturen anschauen. Ja, tatsächlich ist der Ersatzkeeper der drittbeste Verdiener. Also da bin ich froh, dass wir den dann von der Gehaltsliste bekommen. So, dann haben wir innen nicht viele Alternativen. Wir haben den Burcher und den Juri. Juri ist tatsächlich nicht registriert und ich verstehe nicht warum. Manuel Yeboah auch nicht. Und der verlässt den Verein, 30-jähriger Stürmer. Kann man ja trotzdem registriert lassen. Die haben es. Wieso ist der Spieler nicht registriert? Und bei E auch nicht. Das finde ich gerade richtig schräg. Keine Ahnung, was da mit dem los war, aber dementsprechend, wir haben tatsächlich keinen Innenverteidiger. Schauen wir mal kurz auf die zweite Mannschaft. Nach derzeitiger Fähigkeit sortiert haben wir hier schon mal einen, der Innenverteidigung spielen könnte, aber viel zu klein ist. Dann haben wir hier zwei Torhüter. Auch ganz nett eigentlich. Der ist ein bisschen talentierter. Den könnte man mal mitnehmen als dritten Keeper. Dann, wie schaut es mit dem aus? Kubis. Der ist groß gewachsen. Der gefällt mir. Den nehmen wir gleich mal mit in die erste Mannschaft als Innenverteidiger. Ich weiß nicht, warum der aussortiert wurde, aber da muss irgendwas passiert sein. Und die haben da echt ganz interessante Spieler unten eigentlich, wenn man hier so das Potenzial anschaut. Da sind schon noch die ein oder anderen brauchbaren Jungs dabei. Ja, vor allem der Innenverteidiger. Da haben wir noch einen, Nierkat. Ich weiß nicht, ob der registriert ist, aber ich versuche es. Wenn wir schon so Probleme haben und nicht genug Verteidiger. U19. Da gibt es tatsächlich einen hammermäßigen Newgen. Defensives Mittelfeld. Schaut euch den an. In die erste Mannschaft verschieben. Dann. Ja, das sind Top-Talente, ganz ehrlich. Das ist mächtig. Da meinen jungen Verteidiger, den würde ich gleich zum Innenverteidiger umschulen, weil er auch relativ groß ist. Wird er aktuell gerade umtrainiert. Dann nehmen wir auch den mit. Weil die jungen Spieler müssen wir ja normalerweise nicht registrieren. Da haben wir hier noch einen Stürmer. Super Abschlusswert. Auch erst 16 Jahre. Ich schiebe den auch hoch. Den brauchen wir, glaube ich, nicht. Ja, so sieht es aber schon mal gar nicht so übel aus. Weil, wie gesagt, wir haben keine Innenverteidiger. Und die müssen wir jetzt wenigstens nicht registrieren. Das heißt, ich kann... Ja, Nierkat ist auch nicht registriert.
Wie kann das denn bitte sein? Gut, das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich komplett improvisieren. Ich werde jetzt mal mit dem Kubis spielen. Dazu haben wir noch den Lionel Guinea, wobei ich der 16. Eigentlich musst mit dem spielen. Hat er schon einen Profivertrag? Ja, sehr gut. Wahnsinn, der ist große Klasse. Also wenn man sich den genauer anschaut, 16 Jahre alt, Kubis ist schon 20, ist vielleicht ein bisschen weiter schon, aber das passt mir mal mit dem Burja oder Bursa, keine Ahnung, aber das wird halt mal so ein Abwehrchef sein, das ist ja einer der Führungsspieler. So, Manea, das ist auch ein ganz interessanter offensiver Außenverteidiger. Links hinten müssen wir schauen. Das ist der Camoras, der sehr erfahrene, aber dann würde ich mal sagen, nehmen wir den Tiju links hinten. So. Die sind echt alle nicht registriert, ich pack's nicht. Linksverteidiger. So. Ja, von der Zeit her sind wir eigentlich am Ende. Wisst ihr was, Leute? Ich warte jetzt mal eure Kommentare zu Cluj ab und werde die Aufnahmesession heute beginnen und dann machen wir ganz in Ruhe im nächsten Part die Kaderplanung. Und ich freue mich schon sehr auf diese Aufgabe. Wir haben da jetzt, wie gesagt, eigentlich ist es jetzt mal ein Jahr, kann man fast sagen, weil dieses Jahr ist fast vorbei und wir mit dem Jahr wirklich die Chance, den ersten Titel zu holen. Und dann müssen wir halt im nächsten Jahr voll angreifen, um im Idealfall ja wieder in eine Gruppenphase zu kommen. Das wäre eine schöne Geschichte. Also ich glaube, dass das ein logischer, ein guter nächster Schritt ist. Und ja, ich freue mich sehr darauf. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.